Lektion 295. Der Heilige Geist schaut heute durch mich. Christus bittet darum, dass er heute meine Augen verwenden und so die Welt erlösen kann. Er erbittet diese Gabe, auf dass er mir den Geist des Friedens schenken und allen Schmerz und Schrecken von mir nehmen möge. Und während sie in mir beseitigt werden, sind die Träume, die sich auf die Welt herabzusenken schienen, vergangen. Die Erlösung muss eins sein. Werde ich erlöst, wird auch die Welt in mir, die Welt mit mir erlöst. Denn wir alle müssen gemeinsam erlöst werden. Die Angst erscheint in vielen verschiedenen Formen, doch die Liebe ist eins. Mein Vater, Christus, hat mich um eine Gabe gebeten, und zwar um eine, die ich gebe, auf dass sie mir gegeben werde. Hilf mir, heute Christi Augen zu verwenden und so des Heiligen Geistes Liebe alle Dinge segnen zu lassen, auf die ich schauen mag, damit seine vergebende Liebe auf mir ruhen möge. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und genauso wie ihr euch entscheiden könnt, mit den Augen des Egos zu schauen, das ist urteilend, angsterfüllt, mangelhaft und ängstlich vor vielen Dingen, kannst du wählen, deine Sicht dem Heiligen Geist zu übergeben. Das bedeutet, dass du die vermittelnde Schau nutzt, die dir gegeben wird durch das Christusbewusstsein, sodass du eine Welt sehen wirst, der vergeben ist. Das ist es, was die Schau des Heiligen Geistes dir zeigen wird. Er wird dir eine Welt zeigen, der vergeben ist. Und er wird dir zeigen, dass du durch deinen Tag gehen kannst ohne Urteil. Und er kann dir zeigen, dass du durch deinen Tag ohne Angst gehen kannst, ohne Schuldzuweisungen und ohne Kampf. Und das bringt dir enormen Frieden. Und was du auf diesem Weg überraschenderweise finden wirst, ist, dass die Welt nicht enden wird, wenn du nicht aufhörst, wenn du nicht das Ego stoppst, dass es alles kontrolliert. Das Ego wird dir sagen, wenn du dich einer Sicht hingibst, die nicht deine eigene ist, wird dazu führen, dass du die Kontrolle verlierst und dann wirst du verlieren. Das Gegenteil ist wahr. Wenn du dich der Sicht des Heiligen Geistes hingibst und durch deinen Tag gehst ohne Urteile und ohne Angst, und ohne Hass und auf die Welt mit vergebenden Augen schaust, dann wirst du feststellen, dass das Ego nicht dein Freund ist. Es ist etwas, das du benutzen kannst, um einige Überlebensaspekte in deiner Erfahrung da durchzugehen. Aber es ist ein fataler Fehler, dem Ego zu erlauben, deine Welt zu regieren und alle deine Entscheidungen für dich zu treffen. Du möchtest dich deine Sicht dem Heiligen Geist übergeben und ihm erlauben, eine höhere Sichtweise zu haben, also die höher ist als die begrenzte und ängstliche Sicht des Egos, damit es für dich die Entscheidungen trifft. Und das erlaubt dir, dich zu entspannen in ein Leben der Hingabe. Ein Leben, das ist friedvoll, ein Leben, das liebevoll ist und ein Leben, das akzeptiert. Das sind alles sehr, sehr andere Bedingungen als das, was das Ego dir anbietet. Probier es aus für heute und schau, wie es geht. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.